Nach dem schweren Terroranschlag von Straßburg ist der mutmaßlich islamistische Attentäter auf der Flucht und hält ganz Frankreich in Atem. Mit einem Großaufgebot von über 600 Beamten in und um die elsässische Metropole und an der nahegelegenen Grenze zu Deutschland versuchte die Polizei den bei einem Schusswechsel verletzten Angreifer Herif C. zu fassen. Am Donnerstagnachmittag gab es im Straßburger Viertel Neudorf einen Großeinsatz der Polizei mit Einsatzkräften der Eliteeinheit Reit, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Auch der französische TV-Sender BFM TV und die Zeitung Le Figaro berichten über den Einsatz. Laut BFM TV ist der Anlass für den Einsatz aber bislang unklar. Die französische Polizei hat inzwischen ein Fahndungsfoto des Attentäters samt Täterbeschreibung veröffentlicht. Auch süddeutsche Bundespolizeistationen, das Bundeskriminalamt und die Schweizer Bundespolizei verbreiteten am Mittwochabend auf Twitter den Aufruf der Police Nationale. Die Polizei sucht Zeugen. Die französische Regierung hat die Protestbewegung der Gelbwesten aufgerufen, am Wochenende nicht zu demonstrieren. In diesem Stadium, in dem ich zu Ihnen spreche, haben wir beschlossen, die Demonstrationen am Samstag nicht zu verbieten, sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux dem Sender CNews. Er appellierte allerdings an die Demonstranten, vernünftig zu sein, es liege in ihrer Verantwortung, nicht zu demonstrieren. Es wäre vorzuziehen, wenn am Wochenende jeder seinen Geschäften vor Ende des Jahres nachgehen könnte, statt mit Demonstrationen die Sicherheitskräfte erneut zu fordern. Ein Verbot wäre aber wenig sinnvoll, denn es halte die Menschen, die plündern und randalieren wollen, sowieso nicht davon ab. Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster fordert eine stärkere europäische Zusammenarbeit im Antiterrorkampf. Nationale Souveränitäten dürften bei der Gewährleistung der inneren Sicherheit in Europa nicht vorgeschoben werden, sagte er im Morgenmagazin der ARD. Ich würde mir wünschen, wir hätten eine gemeinsame europäische Antiterrordatei. Dann hätten auch die deutschen Behörden gewusst, dass der mutmaßliche Attentäter von Straßburg in Frankreich als Gefährder geführt wird. Ich würde mir wünschen, dass wir eine gemeinsame europäische Gefährderbewertung haben. Nötig sei ein europäisches Bundeskriminalamt nach dem Vorbild des FBI in den USA, damit Nachrichtendienste und Polizeien europaweit ihre Daten zusammenbringen, gemeinsam bewerten, gemeinsam fahnden, sagte der CDU-Politiker. Brüssel, London, Nizza, Paris sind alles Anschläge, die nicht national waren. Bei der Fahndung nach dem Attentäter kam es in der Schweiz nahe der deutschen Grenze zu einem Polizeieinsatz, aber die Kantonspolizei Aargau gab schnell Entwarnung. Eine Reisende habe am Morgen bei Rheinfelden den Verdacht geäußert, der Gesuchte sei in ihrem Zug, sagte ein Polizeisprecher der deutschen Presseagentur.
Die Polizei habe den Mann an der nächsten Haltestelle in Frick rund 10 Kilometer südlich von Bad Säckingen in Baden-Württemberg aus dem Zug geholt und eingehend überprüft. Sie habe schnell festgestellt, dass es sich bei dem Mann nicht um den Verdächtigen handelte. Solche Einsätze nach Hinweisen von Passanten oder Passagieren gebe es alle Tage, sagte der Sprecher. Die Polizei fahndet international nach dem Tatverdächtigen von Straßburg. In sozialen Netzwerken teilen zahlreiche Menschen den Aufruf. Der 29-jährige Herif Şekat wird mit gleich zwei Fotos gesucht. Die Kontrollen an den Grenzübergängen von Deutschland nach Frankreich gehen weiter. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstagmorgen sagte, sei die Polizei in Baden-Württemberg landesweit im Einsatz. Besonders streng werde weiter am Grenzübergang Kiel-Straßburg kontrolliert. Mit Beginn des Berufsverkehrs sei mit längeren Verzögerungen zu rechnen. Neben dem Straßenverkehr werde auch der öffentliche Nahverkehr überprüft. Wir kontrollieren alle grenzübergreifenden Zugverbindungen und den Tramverkehr, sagte die Sprecherin. Zwischen Straßburg und Kiel wird auch verstärkt die Fußgänger- und Radfahrerbrücke Passerelle des Dörrives kontrolliert. Unmittelbar vor der Tat soll der Tatverdächtige laut RBB-Inforadio aus Deutschland angerufen worden. Er habe den Anruf jedoch nicht angenommen. Unklar sei, wer ihn angerufen habe und warum. Dieser Frage gehen deutsche Ermittler nun intensiv nach, wie der Sender weiterberichtete. Die französische Regierung hat die Soldaten im Antiterroreinsatz verstärkt. In den kommenden Tagen sollen sich rund 1300 weitere Soldaten der sogenannten Operation Sentinelle anschließen, wie Premierminister Edouard Philippe am Mittwochabend ankündigte. Dabei handelt es sich um eine Einsatztruppe, die nach dem islamistischen Anschlag auf das Satire-Magazin Charlie Hebdo im Januar 2015 ihre Arbeit aufnahm. Für sie sind einige tausend Soldaten in Frankreich im Einsatz. Die französische Polizei veröffentlicht ein Fahndungsfoto des Attentäters samt Täterbeschreibung. Auch süddeutsche Bundespolizeistationen, das Bundeskriminalamt und die Schweizer Bundespolizei verbreiteten am Mittwochabend auf Twitter den Aufruf der Police Nationale. Die Polizei sucht Zeugen. In dem Aufruf heißt es, der Mann ist gefährlich, bitte nicht selbst eingreifen. Der Gesuchte sei 29 Jahre alt, 1,80 Meter groß, habe kurze Haare, sei vielleicht Bartträger und habe eine Narbe auf der Stirn. Die Bundespolizei Baden-Württemberg twitterte am Abend, unsere Einsatzmaßnahmen nach der Attacke in Raute Straßburg werden auch über die Nacht andauern. Die Schweizer Bundespolizei schrieb per Twitter, die nördliche Grenze werde stärker kontrolliert.